bestbezahlter Trainer der Welt. Mourinho hat aus Manchester United nach turbulenten Jahren wieder einen Top-Club gemacht und wird belohnt. In seiner ersten Saison hatte er Geschichte geschrieben. Startrainer José Mourinho hat vom englischen Fußballrekordmeister Manchester United ein vorgezogenes Geschenk zu seinem 55. Geburtstag am Freitag erhalten. Der noch bis zum Ende der kommenden Saison laufende Vertrag des Portugiesen wurde vorzeitig um ein Jahr bis 2020 plus Option auf ein weiteres Jahr verlängert. Die Einigung mit The Special One gaben die Red Devils am Donnerstag bekannt. Zu den finanziellen Details des Deals machte der Club keine Angaben. Spekulationen bei Mourinhos Verpflichtung als Nachfolger des Niederländers Louis van Gaal im Mai 2016 zufolge soll der Coach in Old Trafford umgerechnet rund 20 Millionen Euro jährlich verdienen und wäre schon damit der bestbezahlte Trainer der Welt. Mutmaßlich dürfte Mourinhos neuer Vertrag auch eine beachtliche Gehaltserhöhung enthalten. Teammanager von Manchester United zu sein, ist jeden Tag eine Ehre, und darüber bin ich sehr froh. Das Vertrauen, dass ich der richtige Mann für diesen großen Club bin, fühlt sich gut an, sagte Mourinho zu seiner Vertragsverlängerung. Mourinho schrieb durch den Gewinn des Ligapokals im Februar vergangenen Jahres als Manchesters erster Trainer mit einem bedeutenden Titel in seiner Premierensaison bei dem Kultclub Vereinsgeschichte. Drei Monate später führte Mourinho sein Team auch zum Triumph in der Europa League. In der laufenden Premier League-Saison rangiert Mourinhos Mannschaft 8 Punkte hinter dem Lokalrivalen Manchester City auf dem 2. Platz. Quellen: Nachrichtenagentur SID, Mitteilung von Manchester United.